Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zum nächsten Star Wars Jedi Survivor Let's Play. Ja, Freunde, wir haben das letzte Mal hier aufgehört mit Cal und BD und sind bereit, das Abenteuer weiterzuführen. Ihr habt mir ein paar Sachen in die Kommentare geschrieben und ich werde natürlich versuchen, die Sachen immer so gut es geht umzusetzen. Und eine Sache vorweg, Leute, natürlich wie immer einen Daumen da lassen, kommentieren, ihr wisst Bescheid. Aber ich wollte euch kurz eben sagen, und zwar, ich war ja beim Arzt gewesen, ich habe ja Probleme hier mit meiner Hüfte, ist es doch nicht im Intimbereich, also ich musste nicht zum Urologen, sondern zum Orthopäden. Und ich habe irgendwas an der Hüfte, das heißt Pinzer Impingement. Und ich muss wahrscheinlich das Ganze, wenn das nicht besser wird, operieren lassen. Ich habe höllische Schmerzen. Ich habe heute auch eine Spritze bekommen. Das kam irgendwie aus dem Nichts. Und ihr müsst euch das vorstellen, das ist meine rechte Hüfte. Und der Knochen reibt auf den anderen Knochen, wenn die sich bewegen. So. Und das muss bei der Operation, bei dem anderen Knochen, was weggeschnitten werden, damit das wieder so geschmeidig ist. Und so ist und nicht so aufeinander, weißt du? Und ja, deswegen bin ich heute ein bisschen durch den Wind, weil das ist wieder scheiße. Jetzt kommt wieder aus dem Nichts so eine Kacke. Das ist, also es kann genetisch sein, dass das gekommen ist bei mir. Und erst jetzt zum Vorschein kommt nach 30 Jahren. Ich bin ja fast 30. Und ja, was soll ich machen, Leute? Morgen ist ein neuer Tag und deswegen hoffe ich, dass mich die Let's Plays und alles Mögliche ablenken können. Ist halt ärgerlich, Digga. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Digga. Es fuckt mich einfach komplett ab. Ne? Aber Leute, wir lassen den Kopf nicht hängen und wir machen weiter. Ihr habt mir gesagt, ich soll auf jeden Fall auch mal die Anzüge ändern, also den Anzug von ihm, weil man sieht manchmal nicht, wenn BD runterspringt oder sonst irgendwas. Und da würde ich mal sagen, oh, das braucht man gar nicht hier, warte. Wir gehen mal hier auf Pause, anpassen. Wir sagen, wir passen Kel mal ein bisschen an. Komm, wir machen mal, Alter, wir machen, geben wir mal, oh, die Frisur ist aber geiler als die. Ich finde, die ist so ein bisschen zu geleckt. Wir lassen die Frisur, Bart, so ist zu viel. Oh, so sieht er wieder jünger aus. Na komm, mach mal so, Digga. Bart ein bisschen kürzer. Jacke. Oh, die sieht auch geil aus, ne? Die hat irgendwie was. Oh, die ist entspannt, die Jacke. Lass uns die direkt nehmen. Wir gucken noch mal ein bisschen durch. Ne. Ah, ist auch nicht schlecht, ne? Oh, ist auch nicht schlecht. Schwierig. Oder blau. Ich glaube, ich nehme sogar die hier, Alter. Die hat irgendwie noch mehr was. Nehmen wir die. Hemd da drunter. Ah, kann man auch sogar ändern. Ja. Ne, ich glaube, das ist am coolsten. Das sieht so original aus. Ne, dann nehmen wir das hier. So, Hose passt eigentlich die vom Outfit. Können wir eigentlich alles lassen? Ja, was ist das denn? Ne, das will ich doch gar nicht. Nix, dieses Neue. Nein, nein, nein. So, so passt er jetzt. So, gucken wir mal zurück. Ja, lassen wir den mal so jetzt. Zack, perfekt. Das sieht, aber, sieht geil aus, Digga. Sieht cool aus. Hat was. Okay. So, ich werde versuchen, die Folgen natürlich immer ein bisschen länger zu halten. Wir werden im Stream demnächst die Nebenquests machen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Hauptquests. Und es geht das weiter. Sieht nach Ärger aus. Vielleicht kann er uns aber auch helfen. Ach ja, stimmt. Wir können den. So. Dass er die anderen angreift. Boah. Schön. Der bringt jetzt alle um. Das haben wir letzte Folge dazugelernt, ne? Geil. Und Leute, ich möchte auf gar keinen Fall an der Stelle irgendwie Mitleid haben oder sonst irgendwas. Auf gar keinen Fall. Wenn jemand das hat, dieses Pinzer Impingement an der Hüfte, kann er mal gerne schreiben, was ihm geholfen hat. Also ich soll erstmal Physiotherapie machen. Und dann schauen, ob es besser wird. Wenn es nicht besser wird, dann mich operieren lassen. So. Ey, beruhig dich mal, Habibi. Lass mich in Ruhe. Bruder, der macht einfach Side-Roller. Ey, lass mich in Ruhe. Alter, soll mal chillen. Bruder, was macht der da für einen Side-Roller? Der soll mal chillen, Alter. Was geht ab mit dem? Der Tollwut. Chill mal deine Eier, Mann. Ich finishe den jetzt. Tut mir leid, Alter. Das sieht voll süß aus eigentlich, ne? Junge. Ach du Scheiße. Hör auf, lass. Hör auf damit, hier. Boah. Ey, dieses Movement sieht so krass aus. Brutal. Brutal. Und ich werde jetzt erstmal regelmäßig zur Physiotherapie gehen. Ich werde Spritzen bekommen und all sowas. Ist halt ärgerlich, ne? Man denkt sich auch mal, warum passiert so eine Kacke? Aber es gibt Leuten, denen geht es 10-mal schlechter. Deswegen, ich akzeptiere es einfach, Mann. Das ist auch eine Lektion fürs Leben, Digga. Du musst halt, manche Dinge musst du einfach akzeptieren. Ganz einfach. Wenn es so ist, dann ist es so. Sieh dir die an. Stimmt. Das haben wir ja vorhin auch gehabt, ne? Diese Dinger. Vorhin sah ich schon gestern in der Folge. So, was haben wir hier Schönes? Oh, taktisch. Öffne mal, zeig mal her. Das ist das, ne? Boah, sieht irgendwie auch geil aus. Aber ne, mit diesem. Das sieht aus wie Superman, wie so ein Held. Das feiere ich nicht. Lass mal das so. Ich mag das nicht, wenn die da hinten so ein Ding hängen haben. Ne, das feiere ich irgendwie nicht so sehr.
Okay. Hier geht's, glaube ich, dann weiter. Gucken wir uns mal ein bisschen hier auf. Ey, ist da... Ist der tot oder ist das noch... Hallo, Habibi? Lebst du noch? Guck mal. Was ist das denn, Alter? Okay, da kamen wir her. So, wir können aber auch hier links lang. Das ist die Frage. Wo geht es weiter, meine Damen und Herren? Wir gucken mal hier auf der Karte. Aber anscheinend geht es hier weiter und da können wir gar nicht weiter. Ich glaube, diese Dinger... Da können wir noch nichts. Warum hält der... Warte mal. Warum hält der sich da nicht fest? Guck mal. Hä? Halt dich doch da fest! Egal. Muss er nicht festhalten. Freunde, Daumen da lassen, kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Lasst Liebe da. Support für den Algorithmus. Wir sind ja jetzt mit Resident Evil durch. Star Wars wird daily kommen. Ich weiß noch nicht, ob ich ein zweites Spiel nebenbei auch noch anfangen werde, was ich jeden zweiten Tag bringe. Zum Beispiel WWE-Karriere mit Larilla oder so. Muss ich schauen. Wir haben sich ja gewünscht Resident Evil 7, aber ich hab die Feuerbrille nicht da. Okay, und jetzt geht es hier weiter. Müssen wir mal schauen. Ey, das Spiel ist so brutal, Alter. Es ist so geil. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier weitergeht, ne? Dass wir uns hier runterhängen müssen. Ja, ja. Ja, ja. In dem Dschungel. Welcome to the Jungle. So, also ich, wie gesagt, ich habe es schon auf Instagram angekündigt mit dieser Scheiße da, die ich habe. Aber ihr könnt gerne, wenn ihr das auch habt, mal reinschreiben. Weil ich möchte auf gar keinen Fall operiert werden. Vor allem nicht an der Hüfte, Digga. An der Hüfte operiert werden ist glaube ich, ekelhaft. Und das möchte ich nicht. So. Wie viel Arbeit in diesem Spiel steckt, ne? Sorry, dass ich das jede Folge sage, aber ich bin echt beeindruckt, wie die das hier alles gemacht haben. Also, es ist wirklich geisteskrank. So, sind wir hier überhaupt richtig? Ich denke mal schon. Warte, da stand was gerade. Was stand da? Stand da nicht gerade was? So, wo sind wir denn jetzt hier gerade aktuell? Warte mal, ich muss niesen. So. Ja, komm, ich bin... Oh, was ist das denn? Vorsicht, bitte. Was war das denn? Was soll ich denn noch sagen? Zier, ich dachte... Oh. Nein, du hast nicht Flashback. Du hast eine Bedrohung erkannt und reagiert. Hätte der Orden schneller reagiert, gäbe es die Republik noch. Das Imperium, die Haxionbrot, die halbe Galaxis will unseren Tod. Ja. Die Chancen stehen gegen uns. Aber sie werden immer gegen uns stehen. Wie jung der aussieht, ne? Cal, du wirst dich nicht aus jeder Situation freikämpfen können. Verstehst du das? Sie. Zu zähmen. Voll süß. Hey. Wie süß ist der bitte? Es ist nicht die Zeit für Kämpfe. Was? Kerl kann jetzt mit Hilfe eines Reiters gleiten. Die Flugsteuerung kann im Einstellungsmenü. Stelle ich unter dem Reiter und springe auf ihn zuzugreifen. Was? Wo das bringt... Tempo gefällt mir schon besser. Alter, wo bringt er mich hin? Ja, krass. Okay, jetzt haben wir so einen Gleiter. Guck mal, das ist die Türe von der anderen Seite am Anfang der Folge, wo wir noch davor standen. Ja, genau, genau. Easy, verstehe ich. I understand. Und ihr könnt mal gerne reinschreiben, das würde ich gerne mal von euch wissen, Leute. Was sagt ihr, soll ich als nächstes upgraden mit meinen Punkten? Guck mal, wie süß. So, guck mal jetzt, bitte, guck mal, wie der stirbt, bitte. Es tut mir leid, er muss leiden, aber... Ey, ich habe keine Macht mehr. Es geht nicht mehr. Mal gucken. Oha. Alter. Hier wurde ja komplett aufgegessen, da unten. So, da oben ist der Drache. Wir sind wieder hier. Ach du Scheiße. Ja. Hallöchen. Boah, wie geil der da alles am Blockieren ist. Alter, der gibt mir da oben auf den Sack. Ey. Alter, der stoßt mich. Und tschüss. Alter, guck mal, wie die von hinten auf mich ballern. Chill mal jetzt. Ich hol den erstmal in die Ecke hier. Zack, hab ich. Perfekt zugeschlagen. Komm, schieß.
Komm, schieß. So, wo ist der andere? Ah, guck mal, da oben ist wieder unser Kollege. Brudi, hol mich mal hier hoch. Nein, wir können ja ganz einfach über die Wand. Zack. Let's go. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Und er wartet immer auf mich. Da geht's aber bestimmt hoch, oder? Na, geht's nicht hoch. Schade. Diese gesamte Struktur ist die Anlage. Aber wofür? Warum haben Sie mich hier passiert? Kommst du denn hierher? Bam. Boah. Haben wir den platt gemacht. So, jetzt müssen wir das hier, glaube ich, drehen, ne? Damit der Weg da freigeschaltet wird. Scannen das mal. Wir müssen das drehen. Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Genau, genau. Jetzt macht er nämlich die Türe da auf. Mehr Wege gibt es hier gar nicht, ne? Ne. Können wir. Warte mal, was ist denn, wenn ich. Die Türe müsste gesperrt sein. Das sieht so rot aus. Oder kann er die hacken? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Öffnen. Ne, von der anderen Seite versperrt. Okay. Wir haben jetzt diesen Weg hier freigeschaltet. Geht's aber auch da lang? Das würde ich mal gerne wissen. Müsste ja eigentlich, oder? Dass wir das noch weiter drehen. Oh, wo ist das Ding? Da. Wir drehen es mal noch weiter. Weil da ist ja auch noch ein Weg. Ah, okay. Jetzt haben wir den da. Ah, okay, okay. Gut, gut. Perfekt. Genau, wir müssten den mal befreien. So, das ist der Haupteingang. Ich glaube, da kommt man wieder zurück. Aber da muss ich ja nicht lang. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Alter, wie geil das aussieht. So, dass du in die Kamera reingeht. Diese Effekte, ne? Das sieht auch schon brutal aus wieder. Wir rennen hier einfach wieder durch. Zack, hoch. Ich frage mich, wie lange das Ding hier drin festsaß. Wie es aussieht, kann diese seltsame Materie hier unterschiedliche Formen annehmen. Hoffen wir, dass wir im Turm der Anlage ein paar Antworten finden. Ey, halt dich doch dafür. Ach so. Na, hätte uns ja letzte Folge runtergekickt. Oh mein Gott. Boah. Gut, dass ich jetzt nicht runtergefallen bin. So, jetzt können wir nämlich hier runter. Und da ist wieder so ein Drache. Dieses Flugding. Öffnen wir mal. Was haben wir bekommen? Jäger. Boah, da sieht aus, als ob ich hier so ein Wikinger wäre, Alter. Was ist das denn? Also ich bin lieber modern als altmodisch. Was seid ihr für Typen? Feiert ihr mehr moderne oder altmodische Sachen? Schon mehr so der moderne Typ. Aber das Mix geht auch so altmodisch und modern. Da schläft doch ein Bruder, ist am Schlafen. Da seht ihr das? Bitte bring mich nicht zu dem. Nein, nein, nein. Keine Ahnung. Kämpfer an meiner Seite. So. Kämpfer an meiner Seite. Komm mal her, komm mal hoch. Jawohl. Bruder ist wieder am Kotzen, Alter. Jawohl. Das ist ja richtig geil, Alter. Schieß. Zack. Komm nochmal. Boah. Bitte nicht gegen mich jetzt. Hallo. Chill, Brudi. Chill. Chill. Bruder, der macht den Side-Roller. Richtige Side-Chick ist das. Ey. Warum ist... Bruder, was kotzt der da auf einmal aus? Hallo. Ey. Bruder, dann machst du den Side-Roller. Nein. Ich bin gleich tot. Das war's. Muss der weg? BD! Was denn? Ey, lass mich in Ruhe, bitte! Was kann ich hier tun? Datendisk? Ich brauche Leben! Ey, ich darf kein einziges Mal getroffen werden. Was soll ich tun, Mann? Scheiße. Ah, scheiße, hätte ich später machen sollen, früher machen sollen. Der hat nicht mehr so viel Leben, Alter. Geh weg! Bitte! Nein, hau ab! Jetzt steht er auch noch im Weg wie ein Türsteher! Hau ab! Ich muss den so irgendwie holen, Digga. Ich hab keine Macht mehr. Ich hab keine Macht mehr. Verpiss dich! Nein! Bruder, bitte, der soll mich mal da weg. Ich muss den gar nicht töten. Safe nicht. Ich will ihn am Leben lassen. Ich lass dich am Leben, Brudi. Nein. Oh, jo, geh weg. Bitte geh weg.
Haha. Haha. Hier kannst du nicht rüber. Ich weiß, soll ich darüber die Tür aufmachen? Ich weiß. Ist das gerade lustig hier? Was soll mir das bringen jetzt? Ich will eine Bombe damit. Bleib da, Alter. Leck meine Eier. So. Aha. Was sind wir denn jetzt hier gelandet? Hier brauchen wir aber wieder so einen Ball, Alter. Warte mal. Okay, ich glaube, wir müssen... Scheiße, wir sind... Guck mal, der war wieder auf mich wartet. Wir müssen durch die Türe durch und diesen Ball, glaube ich, holen und den dann hier hinbringen. Ey, hör auf, Alter. Okay, warte mal. Ich muss... Der geht weg. Das ist meine Chance. Schnell. Schnell. Guck mal, der geht zurück, Bruder, bitte. Mach auf. Let's go, Alter. Let's go. Hol den Ding. Hol das her, genau. Boah. Oh mein Gott. Er ist korrekt. Guck mal, man muss doch nicht immer alle hier töten in dem Spiel. Muss man nicht. Also schieß das mal darüber. Ey. Wo ist das hin? Wo ist das hin? Halt's Maul. Er ist wieder... Ey, ich hab's einfach verloren. Ey, das kann doch nur mir passieren, ne? Ich zieh's einfach mir vorbei. Scheiße, egal, Lachkick, Alter, ehrlich. Das ist ey. So. Also für mich ist das schon ganz klar Game of the Year. Da kann Harry Potter einpacken. Sorry, aber das ist persönlicher Geschmack. Aber für mich kann Harry Potter einpacken. Bei diesem Spiel hier, weil ich liebe einfach Star Wars mehr. Technik. Die gleiche, die Sees Kammer versorgt hat. Genau. Wir nähern uns. Okay. Was soll ich jetzt hier tun? Ah, das muss man da rüber kicken. Seht ihr das? Wie soll ich das denn da reinschmeißen? Alter, bin ich Basketballer? So, aber anscheinend geht's. Anscheinend geht's. Wieder Spionagedroiden. Die Anlage findet noch jemand interessant. Ich brauche mal jetzt wieder einen Meditationspunkt, Alter. Ich brauche einen Meditationspunkt, Leute. Sonst haben wir eine Arschkarte hier. Wir haben die gesamte Anlage durchsucht. Das ist unser letzter Halt. Wenn es den Schlüssel nach Tenalore wirklich gibt, muss er hier sein. Und wenn nicht, ist bei ja! Vielleicht auch eine Schraube locker. Alter, wie geil das hier aussieht, ne? Guck mal, überall sieht es anders aus. Es sieht überall anders aus. Ohne Scheiß. Das ist so brutal. Das ist so krass. Ich behalte auf jeden Fall jetzt erstmal meinen Fähigkeitspunkt. Einen habe ich ja. Und den können wir dann einsetzen auf jeden Fall noch. Alles klar. Gehen wir. Das Siegel kommt mir bekannt vor. Hierher muss Santari Kree also sie geschickt haben. Der Schlüssel nach Tenalore war weggeschlossen. Alter. Seit Jahrhunderten schon. Ich bin... Also bisher... Klingt, als würde die Anlage hochfahren. Zeit für ein paar Antworten. Überleg mal, wie riesig das ist. Was das für eine Open... Ich bin sprachlos. Genieß doch mal ein bisschen die Atmosphäre hier. Oha. Ein mächtiger Sith wird aus dir werden. Zögere nicht, Lord Vader. Alter, was ist denn das? Alter, wer wird denn da geklont? Wer wird denn da erschaffen? Willkommen auf Tenalore. Dagan Gera, Alter, das ist ein Name. Dagan. Es Dragon. Ist wundervoll. Für die nächste Welt, die wir entdecken, lasse ich euch nicht den Namen aussuchen. Wartet ab. Mich mochte die anfangs auch nicht besonders. Noch ist das Urteil nicht gefällt. Oh.
Es ist kaum zu glauben, dass sich dieses Paradies auf der anderen Seite des Abyss verbarg. Mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Der große Jedi-Ritter Dagon Gera bietet sich mir als Führer in unkartografierten Welten an? Wie könnte ich das ablehnen? Ohne eure Hilfe wäre ich niemals unversehrt hierher gelangt. Oh, seid vorsichtig. Sonst denkt noch jemand, ihr hättet Demut gelernt. Ich bin gespannt, was da drin ist, ne? Hey, was sind wir denn jetzt? Was geht denn jetzt ab? Alter. Sieht voll schön aus hier, ne? Guck mal, das Wasser. Guckt euch das Wasser an. Alter. Ey, Leute, ich musste gerade kurz... Die Tür, mein Nachbar hat geklingelt. Der hat sich beschwert, weil ich zu laut war gestern Nacht. Ich soll aufpassen und ruhig sein. Die Macht ist stark hier. Genau wie ich euch sagte. Wir bauen den Tempel hier. Ja. Ich bin ganz eurer Meinung. Bruder, was ist denn das? Genießt einfach die Atmosphäre gerade, Leute. Genießt die Atmosphäre. Was zur Hölle geht hier ab, Mann? Oh, es ist wunderschön. Ja, perfekt. Ich habe die Galaxis gesehen, Santari. Und es gibt viele Welten, die das Licht der Jedi nicht erreicht. Ich werde den Hohen Rat bitten, hier Initianten ausbilden zu dürfen. Auf Tenalor? Aber der Planet ist nur schwer zugänglich. Was ist, wenn etwas schiefläuft? Unser Tempel wird eine Bastion für den Orden sein. Hier an der Grenze der Galaxis. Der Abyss blockiert Funksignale. Wir müssen ein Mitglied aus dem Rat der Jedi zu einem persönlichen Besuch einladen. Was geht hier ab, Alter? Aber sowas feiere ich ja auch nochmal. Guck mal, das alles muss ja immer für eine Sequenz so programmiert werden, hergestellt werden. Alles ist... Das ist krank. Sie sind schon seit Stunden da drin. Ratsmitglieder sind nicht für ihre raschen Urteile bekannt. Schon gar nicht Meister Rancisis. Mein Duell mit dem Gendai war schneller zu Ende. Ihr habt gesiegt. Habt Geduld. Keine meiner Stärken. Wenn ihr Jünglinge ausbilden wollt, solltet ihr es lernen. Ich habe Vertrauen in euch. Genau wie der Rat. Vertraut ihnen, dass sie das Richtige tun. Was habt ihr? Warne die anderen. Alter, was ist denn das? Wir werden angegriffen. Boah, ist ein geiles Schwert. Du bist nicht hier. Du hast hier nichts verloren. Lass mich frei. Bitte. Alter, ist das krank? Guckt euch das mal an. Mann. Das sieht aus wie diese Dinger von Dragon Ball, Alter, wo sich Freezer regeneriert hat damals. Ja.
Wer seid ihr? Ich hab euch gesehen. Ich bin Cal. Cal Kestis. Und ihr müsst Dagon Gera sein. Ja, der bin ich. Ihr seid ein Jedi? Ja. Aber seit eurem Weggang sind die Dinge anders. Ein Sith Lord hat die Republik korrumpiert. Alter. Und zu einem Imperium gemacht. Der Imperator. Der Orden ist zerstört. Sie jagen alle von uns, die noch übrig sind. Ich krieg grad Gänsehaut, ne? Aber ihr seid jetzt hier. Wir können sie bekämpfen. Gemeinsam. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Alter, guck mal seine Hand. Dein Arm. Eieiei. Boah. Ja. Ich bin zurück. Der Orden ist vernichtet. Ich muss zurück nach Tannelor. Was ist dort passiert? Wie seid ihr hierher gekommen? Wir wurden angegriffen. Ich habe sie so lange auf Distanz gehalten, wie ich konnte, aber es waren zu viele. Eine fürchterliche Schlacht. Doch wir wurden nicht besiegt. Noch nicht. Bis der Rat der Jedi den Befehl gab, Tannelor aufzugeben und dann einen Gegenangriff verweigerte. Oh oh. Sie haben es aufgegeben? Ja. Es war meine Entdeckung. Meine Heimat. Und sie haben verlangt, sie einfach wegzuwerfen. Was? Wartet. Ich habe den Gehorsam verweigert und wurde von meinem engsten Vertrauten verraten. Hört auf! Oh mein Gott. Digga! Was habt ihr getan? Ey. Was? Oh! Ihr verschwendet Energie. Was? Ey, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ne? Unser erster Laserschwertkampf, wie geil! Alter! Komm her, Dragan! Warum wehrt ihr euch? Ah! Digga, ist das krank, Alter! Komm. Erlebbare Stärke. Hilfe bitte. So. Ich kann auch nur mit einem kämpfen, wenn du willst. Komm her. Ah, ah. Ideal. Ungenügend. Digga, ist das krank, Alter. Erbärmlicher Mann, den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tannelor aufgegeben hat. Sehr mühsam. Das ist ja wie im Film, Alter. Das ist ja... Das ist zu krank. Stell dich mir. Keine Chance. Sogar diese Viecher draußen sind stärker als du, hä? Armselig. Schwach. Schwach? Ich zeig dir schwach. Du Verräter. Unfähig.
Alter, das ist stark, was der da macht. Das war stark, okay. So geht das. Ja. Der hat gute Moves drauf, Alter. Muss man schon sagen. Jetzt haben wir seine Abwehr gesprochen. Zack, zack. Boah. Junge, guckt euch das an. Guckt euch das an, bitte. Ich werde mich nie wieder einsperren lassen. Alter. Ihr wagt es, euch gegen mich zu stellen. Das ist so krank, ne? Ich bin nicht euer Feind. Nur wir sind noch übrig. Was ist mit euch passiert? Ravis! Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Schwur hältst. Wartet! Es ist das krass! Sogar Kylie dreht durch, Alter. Mein Hund fand das auch krass. Der stand gerade hier unten so. Schlüssel nach Tenalor. Meinte Creed Dagon? Wie konnte sie Tenalor jemandem wie ihm anvertrauen? Leute, das ist ja, das wäre ja gerade zu krass. Was, ey, wie geil war dieser Kampf gerade, bitte, Mann. Ohne Scheiß. Also das heute hat mir gezeigt, dieses Spiel, das ist Next Level. Das hat so Bock gemacht. Maximale Gesundheit erhalten, stark. Dagan Gera ist ein Jedi der Hohen Republik und gibt dem Rat der Jedi die Schuld daran, dass Tenalor aufgegeben wurde. Zudem lässt er durchblicken, dass jemand, der ihm nahe stand, ihm Narben beigebracht hat. Verrückt. Gefallener Jedi. Im Zentrum des Waldes in einer Anlage aus der Zeit der Hohen Republik entdeckte Kell einen eher einarmigen Mann in einem Bagdad-Tank. Genau, dieser Bagdad-Tank war Bagdad-Tank. Bagdad-Tank hieß das ja, genau. Als er den Tank berührte, hatte Kell eine weitere Vision in der Santari und Jedi-Entdecker namens Dagan Gera, der im Tank über Tenalor sprachen, ihn zu befreien, was dieser auch tat. Wir haben ihn befreit und er hat's ausgenutzt. Wir wollten ihm nur helfen, habt ihr gesehen? Wir wollten ihm nur helfen. Was ist dann passiert? Es wurde ausgenutzt. Es wurde eiskalt ausgenutzt. Dagan Gera. Kennt man den auch von irgendwelchen Teilen davor oder sowas? Von Filmen oder Serien? Weil ich bin da, wie gesagt, kein Profi. Ich habe jetzt nicht alle Clone Wars Dinger und so geschaut und so. Deswegen schreibt mir das gerne rein. Wenn da, sobald da jemand immer dabei ist, der, wie heißt es? Und durchatmen. Wie heißt es? Der dabei ist, der aus den Teilen davor ist, so, wisst ihr? Schreibt mir das gerne rein. Das sieht ja auch krass aus, ne? Wahnsinn, ey. Brutal. So, wir gucken mal erstmal, wo müssen wir hin? Links, 100 Meter. Wir gucken nach da. Das heißt dann, nicht hier, sondern hier. Da müssen wir irgendwie runter. Vielleicht können wir hier lang. Ja, let's go. Ey! Oh, Junge, ich dachte, der fällt gerade einfach runter. Manchmal sieht man gar nichts. Okay. Ah, guck mal, was wir da haben. So eine Dingens, damit wir rüber können. Aber erstmal nehmen wir noch safe das Echo wahr. Nimm das Echo wahr. Tenalor sollte uns näher bringen. Aber es hat unseren Orden nur gespalten. Der Rat mag euch aufgegeben haben, aber ich weiß, wer ihr wirklich seid, Dagon. Ist auf jeden Fall böse geworden. Auch wenn ihr selbst es vergessen habt. Sie hat so sehr an ihm geglaubt. Immerhin musste sie nicht sehen, wie er der dunklen Seite verfiel. Boah, Digga, was hat er der dunklen Seite verfallen? Das war schon krass. Das war schon krass gerade, Leute. Ohne Scheiß. Okay, wir sind wieder auf unserem Bird drauf. Angry Bird. Fly, we fly, we fly. Keine üble Aussicht, was, Kumpel? Doch, was eine Aussicht. Ob Grease und Board inzwischen die Mantis repariert haben? 10 von 10, dieses Spiel, Leute. Geil, dann müssen wir noch einen Antrieb bekommen. Juhu! Ich bin der König der Welt! Woohoo!
Ich schaff's nicht. Boah, es war knapp. Das war knapp. Im Neko-Becken sind wir. Sie nach der Mentis. Und ja, Freunde, genau hier machen wir morgen bei der nächsten Folge weiter. Wir haben insgesamt 3 Fähigkeitspunkte, die wir einsetzen können. Ihr könnt reinschreiben, für was wir diese Fähigkeitspunkte nutzen sollen. Überleben, Lichtschwert, Macht. Und da können wir gucken, was wir machen. Da gibt es ja verschiedene Sachen. Einklinge, Doppelklinge, alles Mögliche. Schreibt es rein, Leute. Und wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen da, kommentiert, abonniert. Ich bin raus, Leute. Geile Folge, Alter. Ich bin wirklich geflasht. Haut rein, Leute. Und ciao.